Nochmal willkommen zurück bei den Gearheads und nochmal Entschuldigung, dass wir letzte Woche kein Video gebracht haben. Dafür haben wir uns eine kleine Wiedergutmachung überlegt. Wir hauen nämlich heute einfach zwei Videos raus. Ihr seht jetzt gleich noch Scheinwerfer aufbereiten am NB mit Lea. Und wir möchten auch nochmal auf den Top-Comment kommen, der jetzt von vorletzter Woche ist. Gute Idee von dir, Tristan, den Editor zu loben. In dem Fall Philipp oder mich, weil wir machen das Video schließlich. Und deswegen bist du unser Top-Comment. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum. Los geht's. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von den Gearheads. Heute geht es um das Aufbereiten von Scheinwerfern. Und da das Paar, was ich gerne einbauen würde, echt beschissen aussieht, würde ich das jetzt gerne aufbereiten. Es ist halt so, eigentlich darf man es nicht. Man darf Scheinwerfer nicht irgendwie verändern. Das weiß ich. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Das heißt, wenn ihr es nachmachen wollt, ist es halt auf eigene Gefahr. Ne? Also eigentlich darf man es halt so nicht einbauen. Ich habe dazu so ein Aufbereitungskit gekauft. Das stelle ich euch jetzt gleich vor. Ich habe das selber gekauft, also es ist keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt. Nein, nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr das Produkt nachkaufen wollt, könnt ihr das gern machen. Es kostet im Baumarkt oder irgendwo, bei Real habe ich das auch schon mal gekauft, kostet es irgendwie im Schnitt zwischen 15 und 18 Euro. So, wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich dafür extra ein Scheinwerfer-Reparaturset gekauft. Das ist dieses hier. Wie gesagt, ich habe es halt jetzt im Baumarkt gekauft für 18 Euro. Ich denke, das ist halt in Ordnung, weil ich finde, dass das Ergebnis echt gut wird. Ich habe das bei meinen anderen Scheinwerfern, in meiner Annie, so wie sie jetzt ist, schon gemacht, weil die auch extrem vergilbt waren obendrauf und total blind. Und jetzt probieren wir das an denen auch aus. Und zwar in diesem Set sind ein paar Sachen enthalten. Und zwar, nehmen wir das einfach mal aus, haben wir einmal diese Polierpaste, die ihr braucht, um die Scheinwerfer dann halt oben richtig schön abzupolieren. Dann haben wir einmal Poliertücher dabei. Ich glaube, das müssten 4 Stück sein. Dann haben wir verschiedene Schleifpapiersorten dabei, von 1000 bis 5000, glaube ich, jede Körnung. Dann haben wir so einen kleinen Block dabei, wo wir das Schleifpapier drüberlegen können, damit wir dann nicht so mit den Fingern drüber rubbeln. Und dann haben wir hier einmal noch die Versiegelung, die dann am Ende nach dem Aufpolieren auf den Scheinwerfer draufkommt. Dann habe ich aber zusätzlich noch im Baumarkt 2 Bögen von dem 1000er Schleifpapier gekauft, weil ich mir dann immer nicht sicher bin, ob das reicht und ob ich das nochmal ein bisschen nachschleifen will. Deswegen das nochmal zusätzlich. Und zum Aufpolieren habe ich von Sonax nochmal 2 so Polierschwämmchen gekauft, weil das damit einfach ein bisschen besser geht als mit diesen Poliertüchern. Aber es könnt ihr halten wie ein Dachdecker, das ist mir egal. Müsst ihr nicht kaufen, ich habe es auf jeden Fall jetzt so gemacht. Insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, für alles bezahlt, ich glaube so 23 Euro. Also das ist halt in Ordnung, weil das Ergebnis auch einfach gut ist. Dann würde ich sagen, bereite ich jetzt alles vor, dass wir starten können und dann geht's los. So, mit einem Scheinwerfer habe ich schon mal vorgearbeitet. Das sieht am Ende so aus. Ich denke, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Und jetzt starten wir mit dem zweiten Scheinwerfer. Der sieht vom Zustand her so aus. Der hat hier extrem viele Kratzer, die auch nicht unbedingt nur oberflächlich sind, sondern auch echt tief. Und hier so ein paar sehr blinde Stellen. Da fangen wir jetzt an mit 1000er Schleifpapier. Einmal hier oben so ein bisschen die Vergilbung rauszunehmen. Das ist das Schleifpapier, was ich extra dafür gekauft habe, weil das halt nicht im Set enthalten ist. Das müsst ihr natürlich vorher nass machen, logisch. So, weil das jetzt extrem grob ist und ich natürlich jetzt nicht den ganzen Scheinwerfer zerkratzen möchte, schleife ich das vorher einmal so ein bisschen hier an, dass so diese allergröbste Schicht runter ist vom Schleifpapier. Und jetzt können wir halt starten, hier oben den Scheinwerfer anzuschleifen. Wie gesagt, das 1000er am besten nur für hier oben nehmen, für diese extreme Vergilbung und für diese extrem tiefen Kratzer. So. Ich wische jetzt einmal so ein bisschen den Dreck runter, damit man sehen kann, wie viel man von dieser Vergilbung hier oben runtergeholt hat. Ja, ist schon ganz in Ordnung. Dann reicht es auch eigentlich schon mit dem 1000er Schleifpapier. Ich überspringe den Schritt mit dem 2000er und gehe direkt mit dem 3000er Schleifpapier dran. Für das Schleifen müsst ihr übrigens die meiste Zeit einrechnen, weil bis ihr das alles runtergeschliffen habt, bis es alles eben ist,
und einigermaßen gut aussieht. Also da vergeht schon ein halbes Stündchen. Achso, übrigens, Schleifen am besten nur waagerecht und das Polieren hinterher nur senkrecht. Wenn ihr jetzt mit dem 3000er Schleifpapier so lange geschliffen habt, bis hier vom Scheinwerfer nichts mehr runterkommt, dann könnt ihr mit dem 5000er Schleifpapier weitermachen. Okay, wenn ihr jetzt mit dem 5000er Schleifpapier so lange geschliffen habt, bis ihr eine ebene Fläche bekommt und das halt auch nichts mehr runterkommt beim Schleifen, dann seid ihr jetzt im letzten Schritt angekommen beim Polieren. Dafür ist halt die Polierpaste dabei, das ist diese hier. Dafür gibt es, wie gesagt, die Poliertücher, die in der Packung enthalten sind, das sind diese hier. Aber weil ich mit diesen Polierschwämmchen hier bessere Erfahrungen gemacht habe, nämlich die. Die habe ich auch heute im Baumarkt gekauft, zusammen mit dem Aufbereitungskit. So, dann verteilt ihr die Polierpaste auf dem Schwamm. Und dann müsst ihr jetzt natürlich senkrecht immer schön von oben nach unten polieren. Und das macht ihr jetzt so lange, bis der Scheinwerfer wieder glänzt. So, wenn ihr damit polieren fertig seid und den Scheinwerfer wieder schön sauber gemacht habt, also die Politur richtig einreiben und verreiben und wieder teilweise runterreiben mit dem Tuch, bis es halt so aussieht wie jetzt, dann könnt ihr mit dem letzten Schritt weitermachen, das ist das Versiegeln. Dafür habt ihr euch hoffentlich eins von den Poliertüchern aufbewahrt. Und dann kommt jetzt diese Quickwachs-Versiegelung. Die wird dann direkt auf den Scheinwerfer aufgesprüht. Dann nehmt ihr euch das letzte saubere Tuch und verreibt die richtig gut, bis die auch komplett streifenfrei ist. Bis der Scheinwerfer auch komplett streifenfrei ist, sorry. Sieht schon ganz gut aus. Nur hier unten noch ein bisschen. So. Diese Wachsversiegelung, die solltet ihr alle 2 bis 3 Monate wiederholen. Dann hält das auch ganz gut. Zumindest ist das bei meinem NB bisher so. Ich habe die da auch schon verwendet und das funktioniert tatsächlich. Wenn man das regelmäßig versiegelt, dann vergilben die hier oben nicht sofort wieder und sind auch nicht so schmutzanfällig. Also das funktioniert auf jeden Fall. So, damit sind wir jetzt auch schon fertig mit der Scheinwerferaufbereitung. Also es hat jetzt ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden gedauert. Also die Zeit, die müsst ihr schon ungefähr einrechnen, wenn ihr das machen wollt. Aber vom Prinzip her ganz einfach. Also ihr könnt auch nach der Anleitung vorgehen. Wie gesagt, ich habe jetzt das 2000er Schleifpapier immer übersprungen, weil ich mir diesen Zwischenschritt einfach spare, weil es beim ersten Mal auch so funktioniert hat. Müsst ihr selber ausprobieren, wie lange ihr jetzt genau an eurem Scheinwerfer schleifen und polieren müsst. Das müsst ihr so ein bisschen ausprobieren, weil ich natürlich jetzt nicht sehen kann, wie verschmutzt oder wie vergilbt und blind die Scheinwerfer sind. Das ist immer so ein bisschen ausprobieren. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das funktioniert. Ich habe schon viele Meinungen von anderen Leuten gehört. Nein, das funktioniert nicht. Das sieht nach 2 Monaten wieder genauso aus. Also das kann ich nicht bestätigen. Bei meinem NB habe ich das jetzt vor einem, glaube ich, 3/4 Jahr gemacht, kurz nachdem ich den bekommen habe. Und es ist halt immer noch schön. Aber wie gesagt, man muss es halt regelmäßig einfach wieder versiegeln. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch Anregungen habt, was ihr noch sehen wollt, sagt es einfach, schreibt es auch in die Kommentare und dann kann man gucken, was sich machen lässt. Danke fürs Einschalten.